Jo, dann Pull kommt in 5, 4, 3, 2, 1, Pull. Drei Sekunden. Ganz hinten beide. Drei Sekunden. Da sind sie wieder hinten. Dazwischen aufpassen die Leute. Okay, Barriere geht hoch, alle nach hinten. Dann Ads nur nicht Bomben. Ist wieder eins zu früh gestorben, Leute. Scheiße. Mensch auf Sinestra. Was heißt aus dem Channel? Warte, wo sagt er denn nix? So, Damage aufs Ei. So, geht mal jetzt mehr auf die Drachen und weniger auf Sinestra, dann kriegen wir vielleicht den zweiten Down besser. So, jetzt gut, Mr. Rekton, direkt Damage auf den zweiten Drachen. Ja, Ei geht gleich. Schon mal rüber. P3 getriggert. Dies wir bekommen noch einen. Karis healen, Linie aufbauen. Flammenatem kommt. Schattenkugeln in 3. Schattenkugeln sind da. Okay, Drache ist down. Nächster Flammenatem kommt. Yuki's Wall. Linie wieder achten. Schattenkugeln in 3. Das ist doch. Stellt die Adresse bitte auf. Ich mach damit das. Ich nehme an. So, das sind die neuen Ads.
Ich bin so, Kugeln. Du bist dran, ja. So, Kugeln sind da, aufpassen. Und Bomben. Ich mach dann, ja. So, das erste Mal sind sie down. Und nochmal. Jetzt an das Curse aufpassen. Ich mach. Na gut, es war nicht nötig jetzt. Okay, dann. Ich mach nach dir. Oh, Xilly ist down. Ich stell ihn auf. Schattenkugeln aufpassen. Melis und ganz hinten. Weg da, weg da, weg da. So, und jetzt ausrasten, Damage, go, go. Ich mach jetzt nur meine Raid Wall dann gleich. Jo. So, Kugeln kommen. Bei den Melis beide. Vorn. Ne, ich hab eine. Ein anderer Melee. Alle Melis weg, weg da. Das die hast du jetzt schon? Oder machst du ja, jetzt? Ja, ich hab. Dann mach ich beim nächsten Bird. Jo, Barra als nächstes. Ja, ich kann jetzt auch Armas wieder zumachen. Ja, warte ich noch. Ja, dann wartet noch. Nein, nein, Baratrum ist dran. Ja, so Schattenkugeln sind da, aufpassen, okay. Beide bei den Melis zusammen. Beide bei den Melis. Raus da. Gut, ich bin hab raus. Das zusammen hoch. Okay, als nächstes bitte Nambi. Wie lang noch Buff? 8 Sekunden. Sekunden. So, Flammenatem und Kugeln kommen jetzt mehr oder weniger gleichzeitig. Kugeln sind da. Atem kommt. Einer auf Curse auf das bitte. Kampfrausch läuft, go go. Oh, Xilly down, Xilly down. Schnell Xilly aufstellen. Kommt down. Die Heiler stehen. Die Heiler müssen sich jetzt gut selbst healen. So, 3 Sekunden bis Flammenatem. Bitte Shero jetzt Aura Mastery anmachen. Barrick. Ist auch. Yeah. Ja. Ach, was passiert? Zeit wird's. Endlich. Ist der Mount drin? Nö. Hier ist kein Mount. Hat sich gar nicht gelohnt, ey. Ohne Witz, ey, total lässig. Aber 136 Gold. Warum haben wir eigentlich noch andere Healer als außer den Nambi mitgenommen? Frage ich mich, wenn ich mir so Skillmeter angucke. Ah, over here. Er hat einfach 73% vom. Eigentlich würde es einfach an den NPC gegangen, aber.